Die Zukunft hat begonnen. Der Exzellenzcluster Multimodal Computing and Interaction in Saarbrücken ist eine Kooperation der Universität des Saarlandes mit dem Max-Planck-Institut für Informatik, dem Max-Planck-Institut für Softwaresysteme und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Das Ziel dieser einzigartigen Zusammenarbeit ist klar definiert. Computersysteme sollen lernen, so zu kommunizieren wie der Mensch. Sie sollen sehen, Sprache, Mimik, Gestik und den Kontext der Interaktion verstehen, um in genau denselben Modalitäten adäquat zu reagieren. Die Computerlinguisten Professor Pinkal und Professor Crocker untersuchen deshalb mit einem Eye-Tracking-System die Koordination von Sprache und Sehen. Diese Modalitäten sind schnell, präzise und effizient und somit prägend für eine zukünftige Mensch-Maschine-Interaktion. Ihre Forschung ist ein Teil des höchst interdisziplinären Netzwerks des Clusters. Wir haben da zum Beispiel die Informatik mit der Bildverarbeitung, die Computerlinguistik, wir haben die Phonetik und die Psychologie. Und ein fantastisches Beispiel ist die Blickbewegung. Die Erforschung der Blickbewegung bringt Bildverarbeitung und Sprachverarbeitung zusammen. Das stimmt genau. In unserem Labor untersuchen wir, wie Menschen gleichzeitig Blickbewegung, Sprache und sogar Gesten in virtuellen Umgebungen verarbeiten. Damit können wir hoffentlich die Interaktionstechnologien bei der Entwicklung von Avataren verbessern, damit sie nicht nur natürlicher wirken, sondern auch kommunikativ effizienter sind. I want to live on the moon with my new robot. Der 3D-Scan eines Körpers. Sekunden später schon steht das Modell mit allen Einzelheiten im Computer zur freien Verfügung. Ein Avatar ist geboren. Er ist der digitale Doppelgänger eines Menschen, nach Belieben modifizierbar und so sein idealer Stellvertreter im virtuellen Raum. Diese Technologie ist Teil eines weitreichenden Paradigmenwechsels in der Informatik. Traditionell haben wir versucht, die Realität zu simulieren. Jetzt versuchen wir, die Realität in den Computer reinzuziehen, die Daten zu analysieren, Strukturen zu erkennen in diesen Daten und diese Daten dann verfügbar zu machen, universell für neue Anwendungen. Zum Beispiel in der Unterhaltungsindustrie, in der Medizin, im Sport, Bewegungsanalyse. Bewegungsanalyse in Videos, das heißt nicht weniger als Sehen für den Computer. Diese hochkomplexe Problematik erforscht der Leibniz-Preisträger 2010, Professor Weikert, mit den weltweit genauesten Verfahren. Wir haben also Verfahren entwickelt, die es uns erlauben, Bewegungen in Videos echtzeitnah und in hoher Präzision zu erkennen, wenn ich mich nach rechts und nach links bewege. Wird das entweder in Rot oder in Grün kodiert. Die Stärke der Bewegung wird durch die Intensität der Farben ausgedrückt. Mit einem weiteren Verfahren gelingt es ihm, aus 2D-Stereobildern eine 3D-Rekonstruktion zu generieren. Dazu berechnet er aus der zeitlichen Dimension der Bilder die Bewegungsrichtung des Objekts. Viele Anwendungen sind hier denkbar. Professor Weikert und der Cluster reflektieren diese in ihrer gesamten Bandbreite. Also ein typisches Beispiel sind Fahrerassistenzsysteme. Zukünftige Autos werden 1-2 Kameras an Bord haben, die nach außen gucken und erkennen können, ob beispielsweise ein kleines Kind über die Straße rennt. Grundsätzlich sind diese Verfahren wie alle modernen technischen Verfahren ambivalent. Es ist sicherlich auch nicht auszuschließen, dass solche Dinge mal im militärischen Bereich interessant sein können. Ich persönlich bin Kriegsdienstverweigerer und würde militärische Anwendungen dieser Technologie nicht unterstützen. Dr. Meinhard Müller arbeitet an einer Suchmaschine für akustische Informationen. Das von ihm entwickelte Software-Tool erkennt bereits heute nicht einfach nur identische Musikstücke, sondern ein Musikstück in den verschiedensten Modalitäten, Variationen und Interpretationen. Musik ist vielschichtig, komplex und multimodal. Auf der einen Seite kann man eine Musik zum Beispiel grafisch über die Partitur darstellen, also etwas Visuelles, und auf der anderen Seite hat man es mit Audiodaten zu tun, also etwas Akustischem, und deswegen braucht man eben weit über die Identifikation hinaus intelligente Methoden und Werkzeuge, die unterschiedliche Versionen trotz dieser Variationsbreite erkennen können.
Intelligente Computer könnten in Zukunft semantische Bezüge in Daten identifizieren. Gleichzeitig werden die Maschinen lernen, uns Menschen zu imitieren, um so mit uns zu kommunizieren, wie wir es vorgeben. Mensch und Maschine werden immer ähnlicher und vielleicht eines Tages ununterscheidbar sein. Dann ist es an uns, diese Möglichkeiten intelligent einzusetzen. Der Exzellenzcluster Multimodal Computing and Interaction leistet dazu bereits heute einen zentralen Beitrag.